Willkommen zum dritten Teil der Reihe Mainmühlhausen, die Städte vor der Stadt. Diesmal geht es um die Vorstadt St. Martini im Südosten von Mühlhausen. Laut Altenburg erstreckte sich St. Martini von der Mitte des Kiansgrabens und endigt beim neuen Pfortentore. Auch für diesen Film habe ich mir wieder Hilfe und Rat bei einschlägigen Mühlhausen-Kennern wie Christian Gottlieb Altenburg, Reinhard Jordan, Rolf Auleb, Martin Sündner, Peter Bühner und vielen anderen eingeholt, ohne die ich nur wenige Bilder zeigen und nicht allzu viel erzählen könnte. Beginnen wir mit der Besiedlung der Martini-Vorstadt. Dazu ist hier eine Grafik zu sehen. Wie man sich unschwer vorstellen kann, sah es einst vor dem Erfurter und dem Neufortentor ganz anders aus als heute. Den Ursprung der Ansiedlung soll im 8. und 9. Jahrhundert ein Adelssitz gebildet haben. Wirklich besiedelt wurde das Gebiet aber erst seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Die Martini-Vorstadt hatte zwei Stadtzugänge. Das war einmal im Südosten das innere Erfurter Tor, welches 1841 abgerissen wurde, und die neue Pforte, das Neufortentor im Süden. Das innere Erfurter Tor wurde 1290 erstmals erwähnt und ist eines der ersten Stadttore gewesen. Das Mitteltor wurde 1592 erbaut und zusammen mit dem inneren Tor 1841 abgerissen. Die neue Pforte entstand im ausgehenden 13. Jahrhundert, wurde 1527 zu einem Tor ausgebaut, 1573 erweitert und 1827 abgerissen. Bilder oder Zeichnungen dieses Tores gibt es meines Wissens nicht. Diese Zeichnung von Karl Michel zeigt aber noch die Brücke über den Graben um 1870, die beiden Löwen auf den Pfeilern und das Zollhaus. Über drei Wege gelangte man durch drei Außentore aus der Martini-Vorstadt. Nach Osten führte der Weg unterhalb des Riesendinger Berges entlang Richtung Bollstedt durch das Bollstädter Tor. Es entstand im Zuge des Baus der äußeren Stadtmauer im 14. Jahrhundert. Nachdem dort ab 1802 die Pulvervorräte der preußischen Garnison eingelagert waren, wurde das Tor, welches etwa auf der Kreuzung August-Bebel-Straße-Karl-Liebknecht-Straße gestanden hat, im Jahre 1873 abgerissen. Nach Südosten führte einer der wichtigsten Wege in und aus der Stadt durch das äußere Erfurter Tor. Es war das zweite Tor der Außenmauer neben dem äußeren Frauentor, was 5 Etagen hatte, also als Turm ausgebaut war. Es entstand ebenfalls im 14. Jahrhundert und stand etwa auf der oberen Hälfte der heutigen Langsalzer Straße. Nachdem es 1823 abgebrochen wurde, nutzte man die Steine zum Straßen- und Brückenbau. Richtung Süden führte der Weg nach Eisenach und in die Vogtei durch das äußere Neufortentor. Es stand einst in Höhe des alten Friedhofs, war ursprünglich ebenfalls 5-etagig und entstand um 1440. Im Jahre 1791 wurden die oberen Etagen bis auf Höhe der Turmwärterstube abgetragen und das Tor Mitte des Jahres 1871 ganz abgerissen. Die Steine wurden auch hier für den Straßenbau verwendet. Mit dem Bau der Kirche St. Martini, die im Jahre 1358 in einer Ablassurkunde vom Papst Innozent VI. Erstmals erwähnt wurde, begann die zögerliche Besiedlung der Martini-Vorstadt. Dazu sind wieder ein paar Grafiken zu sehen. Auch nach dem Bau der äußeren Stadtmauer blieb das Gebiet zunächst wenig bewohnt und ländlich geprägt. Erst mit der industriellen Revolution seit dem späten 18. Jahrhundert setzte eine sprunghafte Erweiterung und Entwicklung von St. Martini ein. Aus der ruhigen Vorstadt wurde im Laufe von nur 150 Jahren das wirtschaftliche Vorzeigegebiet von Mühlhausen. Waren hier und in der Georgi-Vorstadt einst die Weidecker der Stadt zu finden, siedelten sich nun immer mehr Betriebe an. Durch den Bau des Bahnhofs in den 1860er Jahren verlor danach St. Martini bei den meisten Mühlhäusern langsam seinen angestammten Namen und wurde meist nur noch als das Bahnhofsviertel bezeichnet. Beginnen möchte ich unseren Besuch in St. Martini mit der Martini-Kirche. Sie bildete seit der Mitte des 14. Jahrhunderts das kulturelle und geistliche Zentrum der Vorstadt. Auch kann St. Martini mit einer Besonderheit gegenüber den anderen Vorstadtkirchen aufwarten.
Wie schon gesagt, wurde sie im Jahre 1358 in einer Ablassurkunde vom Papst Innozent XVI. Erstmals erwähnt. Er gewährte darin all jenen, die an dem Bau der Martinikirche mitwirkten, einen Ablass. Die Bestätigung erfolgte 2 Jahre später durch den Erzbischof Gerlach von Mainz. Für einen Vorgängerbau aus fränkischer Gründungszeit um 600 nach Christus, wie von Rolf Aulep vermutet, gibt es keine gesicherten Anhaltspunkte. Da genaue archäologische Untersuchungen in und um die Martinikirche bisher nicht erfolgten, bleiben zur Frühgeschichte der Kirche noch viele Unklarheiten. Sicher ist jedoch, dass die Martinikirche eindeutig als Pfarrkirche bezeichnet wurde und Christine Bessing von Gottern als eine der ersten genannt ist, die auf dem Friedhof der Martinikirche bestattet wurde. Damit sind wir bei der Besonderheit der Martinikirche. Neben St. Marien und St. Blasii war sie zeitweise die dritte Pfarrkirche in Mühlhausen, die aber zunächst nicht dem Deutschen Orden unterstand. Der Deutsche Orden hatte zu dieser Zeit ein Monopol auf fast alle kirchlichen Einrichtungen. Das war verbunden mit vielen Auseinandersetzungen mit dem Mühlhäuser Rat. Nach der Aussöhnung zwischen Rat und Deutschem Orden wurde St. Martini 1364 schließlich doch der Altstadtpfarrei St. Blasii unterstellt. Mit der Übernahme durch den Deutschen Orden 1364 wurde die damals chorlose kleine Saalkirche durch einen Chorbau und die Errichtung des Turmes erweitert. Die kleine Kapelle im Erdgeschoss des Turms ist nur von außen zugänglich. Sie ist mit Malereien aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschmückt. Der Fachwerkaufsatz des Turmes wurde 1735 errichtet und 1870 eine spitzbogige Holztonne, was die Bezeichnung für eine besondere Holzdecke ist, eingebaut. Das Altarbild stammt vom Mühlhäuser Maler Karl Gottfried Pfannschmidt, der 1819 in Mühlhausen geboren wurde. Es gilt als das einzige Werk für seine Heimatstadt. Auch in der Neuzeit wurde an der Kirche gearbeitet und erneuert. So wurde zum Beispiel 1886 Altar und Taufstein geweiht und 1891 die Glocke der 1884 abgebrochenen Klosterkirche in den Turm verbracht, welche Weihnachten 1891 erstmals wieder läutete. Am 9. November 1958 fand die Glockenweihe durch Pfarrer Karlfuß unter großer Publikumsanteilnahme statt. Ihre bisher größte Umgestaltung erfolgte ab 2007. Seither ist sie eine sogenannte Jugendkirche. 2010 begannen Umbauarbeiten in der Kirche, die maßgeblich von den Jugendlichen mitgeplant und gestaltet wurden. 2011 eröffnete die zweite Jugendkirche in Thüringen, St. Martini in Mühlhausen in Thüringen. Noch eine weitere Kirche befindet sich auf dem Gebiet von St. Martini. Die katholische Kirche St. Josef an der Ecke Weidstraße, Karl-Marx-Straße. Sie ist die jüngste Hallenkirche der Stadt. Auch wenn sie älter wirkt, wurde sie erst am Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Erste Pläne zum Bau brachte 1884 der Kirchenbauverein vor. Am 14. Juli 1903 wurde der Grundstein gelegt. 1905 war die Kirche, die nach den Plänen des Paderborner Diözesenbaumeisters Arnold Güldenpfennig errichtet wurde, fertig. Der Turm ist 52 Meter hoch. Bischof Wilhelm Schneider aus Paderborn weihte die Kirche am 15. August 1907. Die Heiligenfiguren entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts in den Werkstätten der Wiederbrücker Schule. 1907 schuf der Maler Eduard Goldkuhle die Kreuzwegstation und 1934 erfolgte die Ausmalung der Wände mit Heiligen. 1972 entfernte man sämtliche Heiligenfiguren in der St. Josef-Kirche. Das hölzerne Gerüst des Hochaltars und der Seitenaltäre sowie die Kanzel wurden herausgerissen und in der kircheneigenen Heizung verbrannt. Ein großer Teil des figürlichen Schmucks wurde aber auf dem Turm nah bei den Glocken eingelagert und verblieb dort viele Jahre unberührt. Im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Weg ins Fegefeuer rettete damals ein Gemeindemitglied 4 geschnitzte Porträtköpfe der einstigen Kanzel. Einige Teile der ehemaligen Ausstattung sind aber unwiederbringlich verloren. Andere Figuren zieren seit der Umgestaltung des Kircheninneren 2001 wieder den Kirchenraum.
Der Grund für den sehr späten Bau einer katholischen Kirche in Mühlhausen geht auf die Reformationszeit im 16. Jahrhundert zurück. Mühlhausen spielte dabei eine zentrale Rolle. Alle Kirchen der Stadt waren ursprünglich katholisch. Sie wurden im Zuge der Reformation protestantisch und katholische Gotteshäuser wurden nur sehr selten in Mühlhausen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gar nicht geduldet. Bevor wir aber zum sehr umfangreichen Thema Industriebetriebe und Verkehr in St. Martini kommen, möchte ich noch ein paar Worte zu den Schulen in dieser Vorstadt sagen. Da es seit 1794 eine allgemeine Schulpflicht nach dem preußischen Landrecht § 43 gab und dies auch in Mühlhausen ab 1802 umgesetzt werden sollte, mussten neue Schulen gebaut werden. Als Volksschule entstand 1841 die Martini-Schule in der Brunnenstraße. Zuvor war dort eine der drei Küsterschulen der Mühlhäuser Vorstädte. Zwischen 1884 und 1885 errichtete man den Schulneubau, der in Bauform und Ausführung der Georgi-Schule ähnelt, aber wesentlich kleiner ist. Ab 1892 war in der Brunnenstraße die Volksschule 3 Georgi Martini. Diese bestand so bis zur Schuleröffnung der Georgi-Schule 1910. Von 1939 bis 1945 hieß sie Fritz-Beubler-Schule, danach wieder Martini-Schule. Am 1. September 1959 wurde die Martini-Schule zur POS 4 mit dem Namen Ernst Thälmann. Seit 1990 ist sie eine Grundschule und trägt wieder den Namen Martini-Schule. 1885 beschloss der Mühlhäuser Rat den Bau einer lateinlosen Realschule im neuen Bahnhofsviertel. Bis zum Baubeginn vergingen aber noch über 10 Jahre. Erst am 21. Oktober 1902 konnte die Schule eingeweiht und der Lehrbetrieb aufgenommen werden. 6 Jahre später, 1908, wurde sie zur Oberrealschule ausgebaut, was sie bis 1927 auch blieb. Danach zog die Knabenmittelschule in die damalige Friedrichstraße 35. 1944-45 war die Schule geschlossen und diente als Hilfslazarett. Von 1946 bis 1949 gingen die Kinder der umliegenden Dörfer in die Schule, die nun eine sogenannte Zentralschule war. Am 1. August 1949 wurde der normale Schulbetrieb wieder aufgenommen und die Schule erhielt den Namen Thomas Münzer. Ab 1953 begann der 10-klassige Unterricht und ab 1959 hieß die Schule nun POS 3 Thomas Münzer. Das blieb bis zum 1. August 1991 so. Seither ist sie die Thomas Münzer Realschule. Der Aufstieg der Martini-Vorstadt als industrielles Zentrum der Stadt begann mit dem Bau des Mühlhäuser Bahnhofs 1868 und seiner Eröffnung am 23. Dezember 1869. Das Hauptgebäude wurde aber erst am 9. April 1870 fertig, gerade noch rechtzeitig, denn am 11. April 1870 wurde der Verkehr zwischen Gotha und Mühlhausen aufgenommen. Erst am 3. Oktober diesen Jahres wurde auch der Verkehr bis Leinefelde freigegeben. Eigentümer und Betreiber der Strecke war die THIG, die Thüringische Eisenbahngesellschaft. Im Oktober 1896 begann der Bau des zweiten Bahnhofs in Mühlhausen. Die Mühlhausen-Ebelebener Eisenbahn, kurz MEE genannt, baute eine Eisenbahnstrecke von Mühlhausen nach Ebeleben, die am 2. Juni 1897 eröffnet wurde. Der Ebelebener Bahnhof in Mühlhausen wurde bis zum Bau der Vogteier Bimmelbahn und dem damit verbundenen Umbau des Mühlhäuser Bahnhofs als eigenständiger Bahnhof betrieben. Mit dem ersten Spatenstich am Riesendinger Berg am 29. Juni 1908 startete der Bau der Eisenbahnstrecke von Mühlhausen nach Treffurt. Schon damals waren ein Umbau des Bahnhofsgebäudes und die Erweiterung des Bahnhofes selbst im vollen Gange. Die Steine aus dem Taleinschnitt am Riesendinger Berg wurden zum Bau eines Güterbahnhofs verwendet. Der Ebelebener Bahnhof wurde in den Staatsbahnhof Mühlhausen integriert und bekam einen eigenen Bahnsteig. Es wurden ein Paketschuppen und Industrieanschlüsse, zum Beispiel für die nordwestdeutsche Kammgarnspinnerei, die spätere Westthüringer Kammgarnspinnerei gebaut, sowie der Eingangsbereich des Bahnhofsgebäudes erweitert.
Schon 1872 wurde im Bahnhofsgebäude eine Gaststätte für Reisende eingerichtet. Zudem befanden sich im Obergeschoss drei Fremdenzimmer. Mitte der 1930er Jahre hielten täglich 97 Züge am Mühlhäuser Bahnhof und etwa 2300 Reisende stiegen ein und aus. Um die steigende Zahl der Reisenden zu bewältigen, wurde am Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre der Eingangsbereich nochmals erweitert. Damals erhielt der Bahnhof sein heutiges Aussehen. Aber auch bei der Güterabfertigung spielte der Bahnhof Mühlhausen früher eine wichtige Rolle. War er bis in die 1960er Jahre das Güterdrehkreuz für die drei Bahnlinien, die von Mühlhausen nach Ebeleben in die Vogtei sowie nach Gotha, Langensalza, Erfurt und Leinefelde führten, entstand Mitte dieses Jahrzehnts einer der größten Containerumschlagplätze des damaligen Bezirkes Erfurt. Dieser wurde am 7. März 1968 in Betrieb genommen und auch später weiter ausgebaut. Der Niedergang des Bahnhofes von Mühlhausen mit seinem Containerterminal begann in den 1990er Jahren mit der Übernahme der Deutschen Reichsbahn durch die Bundesbahn. Mühlhausen war als Güterumschlagplatz nicht mehr effektiv und wurde unter Verlust von etlichen Arbeitsplätzen in den 1990er Jahren abgewickelt. Ähnlich verlief die Entwicklung im Personenverkehr. Die Strecke nach Schlotheim wurde 1997 eingestellt und der einst stolze Staatsbahnhof verkümmerte zu einem drittklassigen Haltepunkt. Fotos und Postkarten gibt es viele vom Mühlhauser Bahnhof und das aus allen Jahrzehnten seines Bestehens. Sie zeigen recht deutlich die Bauentwicklung des Empfangsgebäudes und auch des Gütergeländes. Aufnahmen aus dem Bahnhofsinneren sind dagegen Mangelware. Das mag einerseits am Ablichtungsverbot zu DDR-Zeiten liegen, aber auch daran, dass sich die Menschen einfach nicht dafür interessierten. Ein repräsentativer Bau macht nun einmal mehr her als ein Fahrkartenschalter oder Gepäckschließfächer. Ein weiteres Verkehrsmittel prägte 70 Jahre lang die Martini-Vorstadt maßgeblich. Die Rede ist hier von der ehemaligen Straßenbahn. Dabei spielte der Bahnhofsvorplatz eine wichtige Rolle. Hier war sowohl für die 1898 eröffnete Unterstadtlinie als auch für die 1901 hinzugekommene Oberstadtlinie die Start- und auch die Endhaltestelle. Reisende konnten bequem von den Zügen in die Bahn umsteigen. Auch wurden am Mühlhäuser Bahnhof die Güter und vor allem die Kohle für die Heilanstalt Pfafferode auf die Straßenbahn umgeladen. Bis zum Sommer 1969 war die Straßenbahn oft beim Rangieren auf dem Bahnhofsplatz, in der Bahnhofstraße oder in der August-Bebel-Straße zu sehen. Schon 1968 wurde der Straßenbahnverkehr auf der Oberstadtlinie eingestellt. Dadurch fielen auch die Fahrten durch die Karl-Marx-Straße weg und Bilder wie diese gehören der Vergangenheit an. Lassen Sie uns aber trotzdem, wenn auch nur an Bildern, ein wenig in dieser Zeit verweilen, bevor wir uns einem Teil der zahlreichen Industriebetriebe des Bahnhofsviertels St. Martini zuwenden. Die hier ausgewählten Straßenbahnbilder zeigen die Bahn auf den beiden Strecken durch die Martini-Vorstadt während der 70-jährigen Betriebszeit, unter anderem vor dem Erfurter Tor am Kiliansgraben, in der Friedrichstraße, der heutigen Karl-Marx-Straße, in der Augusta-Straße, heute August-Bebel-Straße und vor dem Mühlhäuser Bahnhof auf dem Bahnhofsplatz.
soweit zum Schienenverkehr in St. Martini, der durch die Bahnanbindung von Mühlhausen die Voraussetzung für die industrielle Entwicklung des Viertels war. Kommen wir nun zur Industrie und den Firmen der Martini-Vorstadt. Wo aber anfangen und mit welchen Betrieben? Beginnen wir mit einem Betrieb, der für die Versorgung der Stadt eine wichtige Rolle spielte. Die Städtische Gasanstalt, oder wie es richtig hieß, die Städtischen Gas- und Wasserwerke. 1863 kaufte die Stadt Mühlhausen für 800 Taler ein Grundstück in der damaligen Tiedemannstraße. Diese war zu jener Zeit noch nicht sehr stark bebaut und trägt seit 1926 den Namen Thomas-Münzer-Straße. Hier ließ die Stadt auf eigene Kosten die Gasanstalt bauen. Vorerst war das Rohrleitungsnetz nur etwa 19 Kilometer lang und versorgte hauptsächlich die Straßenlaternen der Stadt. Die ersten erhellten die Nacht in Mühlhausen am 16. Januar 1865 auf dem Steinweg. Von den 450 Straßenlaternen der Stadt waren 1897 bereits 205 erdgasbetrieben und mit modernem Gasglühlicht ausgestattet. Erst 105 Jahre später, ab 1970, hielt das Erdgas auch Einzug in die Wohnungen der Mühlhäuser. Damals begann die Umstellung der Stadtteile auf einheimisches Erdgas, zum Beispiel aus den Lagerstätten bei Kirchheiligen und Marolterode. Wir bleiben in der Tiedemann- bzw. Thomas-Münzer-Straße und auch auf der gleichen Straßenseite. Etwa 500 Meter weiter entstand 1903 der Mühlhäuser Schlachthof. Im selben Jahr wurde auch der sogenannte Freibankverkauf eingeführt. Dabei wurde minderwertiges Fleisch, zum Beispiel aus Notschlachtungen, zu günstigeren Preisen angeboten. 1917 erfolgte die erste Gebührenerhöhung. 1928 beging der Schlachthof sein 25-jähriges Bestehen. Ab 1936 ging der Fleischkonsum durch den sogenannten Opfersonntag drastisch zurück. Ab 1938 trafen auch den Schlachthof die Maßnahmen zur Kriegsvorbereitung, wie zum Beispiel Tarnanstriche auf den Fenstern. Vom 7. bis 9. April 1945 blockierten amerikanische Truppen die Produktion im Schlachthof und mit dem Einmarsch der Roten Armee am 5. Juli 1945 wurde die Firmenverwaltung dem Land Thüringen unterstellt. Der 5. Juli 1950 brachte die Umwandlung des kommunalen Betriebes in einen VEB, der ab 1965 dem Fleischkombinat Nordhausen zugeordnet war. 1974 erfolgte die Umbenennung in VEB Schlachtbetrieb Mühlhausen und 1976 die Zusammenlegung mit den drei anderen fleischverarbeitenden Betrieben in Mühlhausen. 1990 kam nach der Wende die Reprivatisierung und 1991 stellte die Stadt den Antrag auf Rückübertragung in Kommunalbesitz, dem 1992 stattgegeben und die Mühlhäuser Fleisch GmbH gegründet wurde. 1996 kam das Verbot zum Verkauf von Freibankfleisch und 2008 die Abgabe der Stadtanteile an die Agrargenossenschaft Bollstedt. Kommen wir zu den Textilbetrieben der Martini-Vorstadt. Am Ende der 1870er Jahre gründete Christoph Walter seine Kammgarnspinnerei, die drei Betriebsteile hatte. Einen in Horstmar, einen in Dachrieden und einen in der Thomas-Münzer-Straße in Mühlhausen. Mitte der 1880er Jahre entstand daraus die Mitteldeutsche Kammgarnspinnerei, die dann von der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei AG mit Hauptsitz in Bremen übernommen wurde. Seit den 1920er Jahren wurde sie unter Kammgarnspinnerei Mühlhausen in Thüringen GmbH geführt, was nach der Verstaatlichung nach dem Zweiten Weltkrieg in Westthüringer Kammgarnspinnerei umgewandelt wurde. Wurden die traditionellen Spinnereien in Mühlhausen ursprünglich mit Wasserkraft der ehemaligen Mühlen betrieben, setzte man bei Christoph Walter auf Dampf. Das große Heizhaus in der Thomas-Münzer-Straße ist so etwas wie das Markenzeichen der Spinnerei. Auch heute noch gut sichtbar bei der Einfahrt nach Mühlhausen mit der Bahn. Heute ist die WKM, oder wie die Mühlhäuser gesagt haben, die Spinne längst Geschichte. Einzigartig sind aber die sogenannten Schädächer der alten Produktionshallen. Nach dem Abriss der ehemaligen Thüringer Kammgarnspinnerei, später Mülaner Werk 2 am Wendewehr und dem Abriss der Schädhallen der ehemaligen Schuhfabrik Schreiber und Horner in der Wagenstädter Straße sind die ehemaligen Hallen der Kammgarnspinnerei die letzten Gebäude mit diesem Dachtyp in Mühlhausen.
Was sind nun aber Sheddächer? Dazu schreibt Wikipedia: Die Sheddächer sind Mitte des 19. Jahrhunderts bei Fabrikbauten in England aufgekommen. Auch das Wort Shed ist ursprünglich englisch und bedeutet Schuppen oder Verschlag. Bei der auch als Sägezahndach bezeichneten Dachform, die vor allem bei Bauten mit großer Grundfläche, wie zum Beispiel Fabrikhallen, eingesetzt wird, werden mehrere kleine Pult- oder satteldachartige Dachaufbauten hintereinander angereiht, was für eine hohe Stabilität des Daches sorgt. In Mühlhausen war dieser Dachtyp auch bei Produktionshallen der Firma Pinkelbank und Hammer in der Wandfelder Straße oder bei Cotana Betriebsbereich 3 in der Mühlstraße zu sehen. Die alten Gebäude der Spinne sind heute an viele Firmen vermietet. Auch Proberäume für junge Bands, eine Druckerei, ein Möbelgeschäft, Bildungseinrichtungen und ein Verpackungsbetrieb sind in den ehemaligen Produktionshallen zu finden. Der Schornstein des Heizhauses steht unter Denkmalschutz, wie auch die bauliche Hülle des Kesselhauses. Dort sollten ursprünglich moderne Loftwohnungen entstehen. Der größte Textilbetrieb Mühlhausens war zweifellos der ehemalige VEB Mühlana. Seine Wurzeln liegen in der Viktoriastraße, die seit 1946 Kemannstraße heißt. Der Gründungsbetrieb war die Firma Ratgeber. 1826 gegründet, erwarben die Erben von Friedrich Johann Ratgeber 1890 das Grundstück in der Viktoriastraße 36-37 und bauten dort den neuen Firmensitz. 1892 startete die Produktion am neuen Standort. 1896, 1910 und 1913 wurde die Firma nochmals erweitert und modernisiert. Zu dieser Zeit arbeiteten bei Ratgeber etwa 550 Beschäftigte. Nach Ersten Weltkrieg und Weltwirtschaftskrise übernahm 1925 Walter Ratgeber als Urenkel des Firmengründers die Geschäftsleitung. 1938 führte die Firma die Fließbandarbeit ein. Ab 1939 wurde mit etwa 700 Beschäftigten vorwiegend Strümpfe, Pullover und Kopfschützer für die Wehrmacht hergestellt. Nach 1945 begann die Nachkriegsproduktion und ab 1946-47 wurden Reparationsaufträge für die Sowjetunion ausgeführt. Aufgrund von fehlenden eigenen Arbeitskräften beauftragte die Firma Ratgeber 14 weitere Unternehmen mit einem Großteil dieser Produktionsaufträge. 1948 setzte sich Walter Ratgeber, der zu dieser Zeit Teilhaber und Geschäftsführer des Unternehmens war, in den Westen ab. Die Firma wurde unter Treuhandverwaltung gestellt, 1951 enteignet und der Firmensitz in der Themannstraße zur Verwaltung des am 1. Oktober 1951 gegründeten VEB-Einheit. Damals arbeiteten 192 Angestellte dort. Durch Angliederung aller Strickwarenfirmen der Stadt bis 1984 wurde der 1974 gegründete VEB Mühlana zum größten Textilbetrieb Mühlhausens. 1993 wurde das Werk 1 des ehemaligen VEB Mühlana in der Themannstraße geschlossen. Nachdem die Beschäftigungszahlen von 4.300 im Jahr 1989 auf unter 1.300 sanken, verloren auch diese nun ihre Arbeit. Bis 2002 standen die Gebäude in der Themannstraße leer. Am 6. Januar 2002 wurden sie durch einen Großbrand fast völlig zerstört. 2003 erfolgte der Abriss der verbliebenen Ruinen und die Einebnung des ehemaligen Firmengeländes. Noch einen weiteren Textilbetrieb gab es in St. Martini. Allgemein bekannt als VEB Bekleidungswerk wurde die Firma bereits 1888 durch die Gebrüder Busch am Bahnhofsplatz 1 als mechanische Weberei errichtet. Der Architekt Gottfried Köthe baute die Firma so, dass das Firmengebäude und das Wohnhaus miteinander verschmolzen. Die unteren Etagen wurden durch die Firma genutzt und die oberen dienten der Familie Busch als Wohnraum. Am 11. Juli 1897 brannte ein Teil der repräsentativen Villa ab. Der Gesamtschaden belief sich auf etwa 2 Millionen Mark. 1898 baute der Architekt Friedrich Schäfer die Villa mit Fabrikräumen so, wie wir sie heute kennen, wieder auf.
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren die Wäschefabrik AG Kersten, die Kaufmannsfamilie Eberhardt und die Brüder Eberhardt und Alfred Schreiber die Firmeninhaber. 1946 unter Sequester gestellt und in Landeseigentum überführt, wurde der Betrieb mit 180 Mitarbeitern 1948 zum VEB Bekleidungswerk Mühlhausen. Ungenutzte Räume wurden an den VEB Kotana vermietet, der in den 1980er Jahren das Bekleidungswerk als Betriebsbereich 5 übernahm. Nach der Wende wurde die Villa generalsaniert, wofür es 1998 den Denkmalschutzpreis gab. In den ehemaligen Produktionsräumen sind heute die Firma Theresa S., Formtex und einige Bildungseinrichtungen zu finden. Ein paar Straßen weiter Richtung Innenstadt, in der Weidstraße 47 bis 49, befand sich ab Januar 1870 die ehemalige Fabrik Gläschen-Pflänche. Damals war die Hausnummer noch St. Martini 74C. Sie wurde bereits als Gläs- und Pflänzchen OHG am 18. August 1869 in der Schlosserwerkstatt von Schlossermeister Georg Gottfried Müller in der Röpplingstraße gegründet. Ernst Bernhard Gläs und Theodor Pflänzchen ließen in den neuen Produktionsräumen unter anderem die berühmten Pfeilfahrräder herstellen. Das hauptsächliche Produkt jedoch waren Strickmaschinen. Auch der erste in Mühlhausen hergestellte LKW war ein Gläsprodukt. Er wurde 1904 vorgestellt und wurde vorwiegend für innerbetriebliche Transporte eingesetzt. 1928 stellte man die Fahrradproduktion ein. Kurt Arnold wurde 1931 Direktor, was er auch nach der Insolvenz 1932 und der Gründung der Gläs & Co. GmbH 1933 blieb. Diese konzentrierte die Produktion auf Näh- und Strickmaschinen. 1938 wurde die Firma an das Deutsche Reich verkauft und die Firmenzentrale in der damaligen Friedrichstraße 4 wurde Heeresersatzamt. Während des Zweiten Weltkrieges ging die Mitarbeiterzahl deutlich zurück. Nach einer dreimonatigen kriegsbedingten Firmenschließung stieg diese aber langsam wieder an. Nach 1945 und bis 1947 wurden vorwiegend Strick- und Nähmaschinen als Reparationsleistung für die Sowjetunion hergestellt und nebenbei Gebrauchsgegenstände für den einheimischen Markt produziert. Eine Demontage der Maschinen konnte Direktor Arnold verhindern. Im April 1960 beteiligte sich die DDR mit 323.000 Mark an der Firma und wurde damit Gesellschafter. Kurt Arnold blieb bis zum 1. Januar 1965 Direktor und schied kurze Zeit später aus der Firma aus. Am 16. Mai 1972 wurde die Gläs & Co. KG endgültig verstaatlicht und hieß seither VEB Spezialnähmaschinenwerk Mühlhausen. Im gleichen Jahr kam auch die Angliederung an das Kombinat Textima. 1990 trat die Firma aus dem Kombinat Textima aus und wurde mit dem Namen Gläsnähmaschinen GmbH unter Treuhandverwaltung gestellt. Am 1. Januar 1991 erfolgte die Aufspaltung in die Gläs GmbH und die Spezialteilefertigung. Die seit 1991 versuchte Reprivatisierung der Alteigentümer scheiterte 1994. Der Konkurs folgte am 30. September 1994. Die Gläs GmbH wurde aufgelöst und im April 1995 erfolgte die Zwangsversteigerung. Am 20. Dezember 1994 wurde die CL Maschinenbau GmbH gegründet. Aus der Konkursmasse der Gläs GmbH wurde von drei ehemaligen Mitarbeitern Maschinen, Lizenzen, Konzessionen und Schutzrechte sowie das Markenzeichen Gläs gekauft. Der Firmensitz wurde 1996 nach Grabe verlegt. Nachdem seit 1994 die ehemaligen Produktionsgebäude leer standen und auch kein Kaufinteressent gefunden wurde, begann im Januar 2012 der Abriss. Von der Bebauung des ehemaligen Grundstücks St. Martini 74C blieben nur das ehemalige Verwaltungsgebäude in der Karl-Marx-Straße, die Gläsvilla am Kiliansgraben und ein kleiner Teil eines Quergebäudes übrig. Die Lücke zwischen Weidstraße und Kiliansgraben ist heute der Gläspark. Noch zwei weitere ehemalige Mühlhäuser Großbetriebe möchte ich vorstellen. Dazu begeben wir uns in die östliche Brunnenstraße.
An der Ecke zur Eisenacher Straße befindet sich heute das Landratsamt und das Justizzentrum. Das Gebäude wurde um 1910 durch Franz Riebel als Zigarrenfabrik erbaut. 1914 nahm er dort die Produktion auf. 1936 verlagerte Riebel die Produktion aus Mühlhausen und das nun leerstehende Fabrikgebäude wurde an die C.Lorenz AG verkauft. Diese produzierte bis 1945 unter anderem Spezialröhren für die Wehrmacht und Funkverschlüsselungsgeräte. Nach 1945 beschlagnahmten die Alliierten die Fabrik und demontierten alle Maschinen. Es blieben nur leere Hallen übrig. Diese wurden bis zum Umbau als Getreidelager genutzt. Mit dem Fachpersonal des ehemaligen Lorenzwerkes wurde eine neue Röhrenproduktion aufgebaut und am 1. April 1952 das VEB Röhrenwerk Mühlhausen mit anfangs 85 Mitarbeitern gegründet. Ab Juni 1952 wurden Röhren verschiedener Typen, ab 1956 Fotoblitzlampen und ab den 1960er Jahren auch Fernsehröhren hergestellt. 1961 wurde der Kantinenneubau an der Ecke Eisenacher Straße, Leninstraße, die heute wieder Lindenbühl heißt, fertiggestellt. Ein Firmenanbau in der Brunnenstraße wurde 1963 übergeben. Ein Exportschlager in den 1970er Jahren war die Leistungsröhre EL34, die unter anderem an Siemens und die ITT Corporation geliefert wurde, zu der auch die Firma C.Lorenz AG gehörte. Die in Mühlhausen produzierten Hochleistungsröhren kamen sogar in der damaligen Bundeswehrtechnik zum Einsatz. In den 1970er Jahren wurden dann die modernen Produktionsstätten in der Görmer Landstraße gebaut und Anfang der 1980er Jahre in Betrieb genommen. 1971 erfolgte die Umbenennung des VEB Röhrenwerk in VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck Mühlhausen. Der größte Teil der Produktion wurde nun in das neue Werk bei Görmer verlagert und das Objekt in der Brunnenstraße vorwiegend als Firmenzentrale genutzt. 1990 erfolgte der Verkauf des Grundstückes Eisenacher Straße, Brunnenstraße an den Unstrut-Heinig-Kreis und der Beginn des Umbaus. Umfangreich saniert beherbergt das Gebäude heute einen Teil des Landratsamtes unseres Kreises und das Justizzentrum mit Landgericht. Ebenfalls in der Brunnenstraße an der Ecke zur Langensalzer Straße war bis 1989 das Möwewerk zu finden. Das war ein traditionsreicher metallverarbeitender Betrieb der Stadt, welcher 1894 als thüringische Maschinen- und Fahrradfabrik Walter & Co. gegründet wurde. Auch dieser Betrieb stellte Strickmaschinen, Fahrräder und später auch Motorräder her. Der Firmengründer Gustav Walter und seine Nachfahren erweiterten bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges die Firma ständig. Grundstücke in der Brunnenstraße und am Lindenbühl wurden erworben und für den Bau neuer Produktionsgebäude genutzt. Mit der Herstellung von Seitengewehren, Zündern, Handgranaten, leichten Minenwerfern, Zielgeräte für U-Boote und Armeefahrräder beteiligte sich die Firma Walter & Co. an der Kriegsproduktion für das damalige Deutsche Kaiserreich. Zwischen 1927 und 1929 wurde die Produktion auf leichte und schwere Motorräder, Strickmaschinen und Zubehör für den Waggonbau umgestellt. Zu dieser Zeit arbeiteten etwa 600 Beschäftigte in der Firma. Ab 1936 wurden vermehrt Rüstungsaufträge für das Heer und das Reichsluftfahrtministerium ausgeführt. Schließgeräte für Panzerabwehrkanonen, Fahrwerkteile für Flugzeuge und Truppenfahrräder gehörten ebenfalls zur Vorkriegsproduktion für das Militär. Die Kriegsproduktion von 1939 bis 1945 beinhaltete Truppenfahrräder, militärisches Zubehör, Granaten, Zünder, Seitengewehre und Granatwerferzubehör. Die Produktion von Strickmaschinen und Fahrrädern für zivile Zwecke wurde während des Krieges gedrosselt. 1946 wurde die Firma unter Sequester gestellt und unter der Firmenbezeichnung Metallwarenfabrik Walter & Co. weitergeführt. Mit der endgültigen Enteignung 1948 erfolgte der Namenswechsel von Walter & Co. zu VEB Möwewerk Mühlhausen. Produziert wurden Strickmaschinen, Waggonschlösser und bis 1961 Fahrräder.
auch die Strickmaschinenproduktion wurde Anfang der 1960er Jahre eingestellt. Unter sozialistischen Bedingungen wurde eine Fahrzeugteileproduktion aufgebaut, deren Schwerpunkt die Schwingsitzherstellung war. Neben der Sattelproduktion für Fahrräder und Motorräder begann die Serienproduktion von Schwingsitzen 1967. Bis 1989 entwickelte sich das Möbelwerk Mühlhausen zu einem wichtigen Serienlieferanten für Fahrzeugteile in der DDR, speziell von Fahrer- und Beifahrersitzen für Nutzfahrzeuge wie W50 oder Multicar. 1988/89 erfolgte der Abriss des Verwaltungsgebäudes sowie einiger vom Möbelwerk genutzter Häuser entlang der Langensalzer und der Brunnenstraße. Grund dafür waren Straßenbaumaßnahmen, auf die ich im zweiten Teil etwas näher eingehe. Aus dem VEB Möwewerk wurde 1990 der Treuhandbetrieb Möwe GmbH, welcher in den Folgejahren in mehrere Betriebe aufgeteilt wurde. Als Möwe-Nachfolgerbetrieb gilt die Firma Möwe Fahrzeugsitze GmbH mit Firmensitz an der Trift. 1995 wurden im Zuge der Stadtsanierung auch die verbliebenen Gebäude der Möwe abgerissen. Neben einer neuen Polizeiwache entstanden auf dem Gelände Wohnhäuser und ein Altenwohnheim. Soweit zu den Industriebetrieben in St. Martini. Weitere Betriebe siedelten sich in den Jahren im Südosten der Stadt an. Hier sei der VEB Kraftverkehr in der Bonatstraße als ein Vertreter genannt. Nach der Wende 1989/90 wurde ein ganzes Industriegebiet am Schadeberg erschlossen, in dem nicht nur Autohäuser ihren Firmensitz gefunden haben. Auf drei öffentliche Gebäude möchte ich zum Abschluss des ersten Teils zur Vorstadt St. Martini noch eingehen. Da wäre einmal das ehemalige Ständehaus am unteren Lindenbühl. Im Jahre 1899 beschloss der Kreistag den Bau eines Kreisständehauses als Amtssitz für den Landrat. Das vom königlichen Baurat Wilhelm Rötticher im Neurenaissance-Stil erbaute Haus wurde am 15. April 1902 seiner Bestimmung übergeben. Zwischenzeitlich Sitz des Rates des Kreises Mühlhausen ist heute im ehemaligen Ständehaus wieder ein Teil des Landratsamtes untergebracht. Die Dampfbrauerei von Gottfried Schmidt in der Martinistraße um 1904. Im Jahr 1935 baute die Stadt Mühlhausen an dieser Stelle ein neues Behördenhaus. Dies sollte an zentraler Stelle die wichtigsten Behörden wie Zollamt, Katasteramt und Kreiskasse, allen voran das preußische Finanzamt, unter einem Dach vereinen. Im Januar 1936 wurde es an der Ecke Martinistraße-Langsalzer Straße eingeweiht. Sogar eine Buslinie zu dem neu entstandenen Forstbergviertel wurde eingerichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm es die Rote Armee in Beschlag. Garnisonskaserne blieb es bis zum Abzug der sowjetischen Streitkräfte im Jahre 1991. Völlig heruntergewirtschaftet wurde das Haus von 1992 bis 1994 generalsaniert und umgebaut. Seit 1996 ist es wieder das Finanzamt von Mühlhausen. Als drittes und letztes öffentliches Gebäude möchte ich das städtische Krankenhaus und seine Geschichte kurz vorstellen. Nachdem am 3. Februar 1895 das Margaretenhospital an der Burg durch ein Feuer größtenteils zerstört wurde, entstand ab Februar 1897 auf dem Schadeberg unter der Leitung des Stadtbaumeisters Messow ein 225.000 Mark teures modernes Krankenhaus, das am 1. August 1899 seinen Betrieb aufnahm. Bis 1918 leitete Dr. Simon Böckmann das Krankenhaus, das anfangs 75 Betten zur Krankenversorgung hatte. Eine seit Mitte der 1920er Jahre dringend benötigte Erweiterung des Krankenhauses erfolgte erst 1938. 1939 wurde der Neubau übergeben. In dem mit 605.000 Reichsmark veranschlagten Bau waren eine neue Bäderabteilung, eine Röntgenabteilung, eine Kinderabteilung, neue Operationssäle, eine Bibliothek, ein Konferenzsaal und Aufenthaltsräume für das Pflegepersonal enthalten. Über die Zeit von 1939 bis 1945 sind keine Informationen zum städtischen Krankenhaus zu bekommen.
1951 wurde das städtische Krankenhaus zum Kreiskrankenhaus und 1961 entstanden neben dem Krankenhaus zwei zweigeschossige Wohnhäuser mit je 4 Wohneinheiten für das Pflegepersonal. 1962 erfolgte die Übergabe eines neuen Wirtschaftsgebäudes, das Labor wurde erweitert, die Balkons der Frauen- und Männerstation wurden zu Tagesräumen umgebaut und es entstand ein neuer Verbindungsbau mit Balkon. Die ehemaligen Küchenräume wurden 1963 zu einem Speise- und Kulturraum sowie die Wäscherei zu einer modernen Zentralwäscherei für das gesamte Gesundheitswesen des Kreises umgebaut. Die 1970er Jahre brachten die Rekonstruktion und Erneuerung der Sanitäranlagen im Altneubau, eine Erweiterung der Bettenzahl und die Übergabe der Intensivstationen sowie der neuen Verwaltung mit Werkstatt. Auch in den 1980er Jahren wurde weiter gebaut und modernisiert. Hier sei zum Beispiel der Mehrzweckbau für die Krankenhausapotheke, die Fertigstellung eines neuerlichen Erweiterungsbaus und die Rekonstruktion des Altbaus für ca. 407.000 DDR-Mark genannt. Eine stetige Modernisierung setzte sich auch in den 1990er Jahren trotz politischer Wende weiter fort. 1995 erfolgte eine Umbenennung in Kreiskrankenhaus Unstrut-Hainich. Der erste Spatenstich für den ersten Bauabschnitt eines geplanten Neu- und Erweiterungsbaus erfolgte am 17. Dezember 1996. Am 7. Mai 2000 wurde der erste Abschnitt des Neubaus seiner Bestimmung übergeben. Der erste Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt erfolgte am 28. April 2005. In der Zwischenzeit, genau gesagt 2002, erfolgte ein Trägerwechsel. Seither gehört das Mühlhäuser Krankenhaus zur Hufeland Krankenhaus GmbH Bad Langensalza. Am 24. November 2008 wurde auch der zweite Bauabschnitt des Neubaus fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben. Soweit ein kurzer Überblick zur Geschichte des Krankenhauses auf dem Schadeberg, zu öffentlichen Gebäuden der Vorstadt St. Martini, zu den Betrieben und den Kirchen sowie der Entstehungsgeschichte dieser Vorstadt. Im zweiten Teil wenden wir uns den einzelnen Straßen, einigen Gaststätten und Persönlichkeiten zu, die maßgeblich dieses Vorstädtchen prägten.